Oh, Tubert Geist für die Welt brennen sehen. Es geht hier Schlag auf Schlag die ganze Zeit. Die Cybertruck-Saga. Ich gucke mir immer gerne Videos über Cybertrucks an, weil ich es irgendwie absurd finde, dass es nur zwei Parteien gibt. Die Leute, die den Scheiße geil finden und um alles in der Welt verteidigen, meistens Musk-Fans oder Leute, die sich vielleicht sogar einen geholt haben, ja. Und dann gibt's nur Leute, die den hassen. Aus 1000 verschiedenen Gründen. Ich will auch einen Cybertruck. Nee, ich will keinen. Ich finde, der sieht aus wie eine Polygonfigur von der PlayStation 1. Ich persönlich finde ihn hässlich. Es gibt Leute, die finden ihn wunderschön. Ja, der ist wirklich hässlich. Der sieht aus wie Polygon auf PlayStation 1. Und ich finde ihn auch wahnsinnig unpraktisch. Welcher Wagen, warum soll ich mir einen Wagen holen, wo der Kofferraum so aufgeht? Wenn es regnet oder schneit, regnet es da rein. Also wenn ich jetzt da Sachen reinstellen würde, ich bin einkaufen, stelle Sachen rein, es regnet gerade, super nervig. Und dann geht er so langsam irgendwie zu, sehr langsam zu. Ich habe keine Ahnung. Wie gut der ist, da scheiden sich die Geister. Ja, wir guck mal. Okay, wir gehen mal rein. Two Board Guys, die Cybertruck-Saga. November 2019. Corona ist nur ein räudiges Bier und Space Shuttle Elon stellt in Kalifornien sein neuestes Schmuckstück vor. Trucks have been the same for a very long time. Oh, das war auch so gut. Und das finde ich eigentlich finde ich den Take gut, dass sie was Neues ausprobieren wollen. Dass sie vom Design her ein anderes Auto präsentieren wollen. Das gibt es immer wieder von Autofirmen, dass sie dann so sagen, wir wollen, das ist das Auto der Zukunft, das soll so aussehen und bla. Und dann kommen da die absurdesten Designs raus. Und das waren ganz ehrlich auch BMW und Mercedes und so. Die haben alle schon ganz komische Wagen vorgestellt, wo man sich denkt so, aber das sind halt nur Konzepte. Ja, und das hier ist halt kein Konzept. I present you the Cybertruck. Entschuldigung. Der sieht halt aus wie ein Joke. Es tut mir voll leid. Ich weiß, es gibt Leute, die finden ihn hübsch. Ja, okay. Der sieht aus wie ein Origami. Oder als hätte ich mit einem Schuhkarton was gebastelt für meine Eltern. Das Amis lieben Pickup Trucks. Je größer, desto besser. On the road again. Was? Da ergibt es natürlich Sinn, dass Daddy Elon mit Tesla seinen eigenen Truck raushauen will. Das Cyberpunk-Design ist futuristisch und irgendwie dystopisch wild. Oh, die Mucke kenne ich, geil. Visionär Musk hat mit seinem Edelstahl-Sci-Fi-Gefährt mal wieder einen rausgehauen. I don't ever give up. Ein E-Auto, das für jeden Planeten gebaut ist. Okay. Es übersteht Mühe. Aber der ist doch gar nicht für alle Planeten gebaut. Ich habe gehört, dass der Probleme hat auf unebenen Strecken. Was Trucks eigentlich never haben sollten. Mühelos alle Elemente. Wasser. Hitze, Kälte oder Gebirge machen ihm nichts aus. Das perfekte Spielzeug für Doomsday-Prepper, die sich auf das Ende der Zivilisation vorbereiten. Oh ja. Und für diejenigen, die sich in ihrer Midlife-Crisis plötzlich als Selbstversorger neu erfinden. Ich hab einfach Feuer gemacht! Der Cybertruck hat... Jeder kennt diesen Prepper, den kennen wir alle. Ordentlich. Kraft! Power! Strength! In nur wenigen Sekunden von 0 auf 100 km/h um brutalen Revierkämpfen um Brot und Wasser in der Apokalypse gekonnt zu entfliehen. Und die wahrscheinlich wichtigste Eigenschaft des Autos, es ist kugelsicher. Oh mein Gott. Well. Die Präsentation hinterlässt die Welt leicht angecringed zurück. Ja. Doch das ist erst der Anfang der Saga des Cybertrucks. And here we go. It's very rare that a product comes along people said was impossible, that experts said was impossible. Elon kann eins sehr gut. Er kann sehr gut verkaufen. Das kann er unfassbar gut. Sehr, sehr gut. It's gonna blow your mind. There is no other truck. This is the only one you need. Woo! Dang, dude! And if you're ever in an argument with another car, you will win. Cybertruck users are... Wozu brauche ich eigentlich ein kugelsicheres Auto? Das brauche ich doch nur, wenn vielleicht die Waffengesetze derartig lax sind, dass das Land ganz andere Probleme hat, oder? Weiß ich nicht. Reporting injuries from the automatic trunk. Do not get your fingers stuck around the Cybertruck hood. I can't even move my finger right now. I might have actually broken it.
Das hatte ich gesehen. Ich mache mal meine Kamera nach hier oben. Das hatte ich gesehen und dann hatten die ein Software-Update gemacht, dass der Kofferraum weniger kraftvoll schließen soll. Hat das jemand probiert, hat immer noch nicht funktioniert. Immer noch. Du hast es immer noch richtig so eingedrückt gesehen und so. Let's talk about a recall now on thousands of Tesla Cybertrucks due to a pedal problem. Tesla has issued a recall now for nearly 4,000 Cybertrucks. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? The Cybertruck, a vehicle that looks like what happens when you inbreed DeLoreans. This is the ugliest vehicle that's been on the road, period. I don't know, I think there's going to be something wrong with the store, because it literally looks like it's open. The design looks like a little kid drew it. Den habe ich auch gesehen. Their stainless steel cars have orange rust marks. This is all little orange specks, and it is everywhere. Tesla Cybertruck had to be rescued by a Ford pickup after the Tesla got stuck in the mud and snow. What? Das ist halt für einen Truck sehr unangenehm eigentlich. Use is a truck if it can't off-road. And now you've got these wheel covers that are cutting into its own tires. How little testing do you have to do? That didn't sound good. A lot of tales of malfunction. So for example, vehicles dying after traveling just 1 mile. Is this the weight of the magnets or what? And I'm like, man, this truck falling apart. Finally, the future will look like the future. But unfortunately, the cyber truck appears to be cyber Oof. Oof. Intro wurde geändert. Das Intro wurde geändert. Oh, ich bin ein alter Mann, ich kann mit Änderungen. Oh, Änderungen kann ich nicht. Oh, das Intro wurde. Oh. Crazy, this is like a movie prop. It's sci-fi. Es gibt bereits etliche legendäre Videos zum Cybertruck. Zum Beispiel von Adam Something, Drew Gooden und Marcus Brownlee. Links findet ihr in der Beschreibung. Coole Channel. Space Shuttle Elon hat der Welt mit seiner Präsentation 2019 endlich wieder gezeigt, was für ein Genie er doch ist. You've actually figured out a new way of manufacturing. Wenn ich er wäre, hätte ich gesagt, das war extra. Im Nachhinein würde ich sagen, das mit der Prise war extra, damit alle über den Cybertruck reden. Theoretisch. At this point, I think I know more about manufacturing than anyone currently alive on Earth. Prophet Elon, the Musky Man, kündigt damals an, bereits 2021 die ersten Trucks vom Band rollen zu lassen. Musk und Prognosen sind bekannterweise immer ziemlich akkurat. Die 1 Million Tesla Robotaxis, die er uns bis 2020 versprochen hat, sind legit besser als jedes Uber. Oder wisst ihr noch, wie SpaceX, genau wie von Musk prognostiziert, 2010 die erste erfolgreiche Mars-Mission absolviert hat? In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Wie smooth Neuralink und der Hyperloop sich mittlerweile in unseren Alltag integriert haben, müssen wir euch nicht erzählen. And honestly, I think it's a lot easier than people think. Oh geil. Der Cybertruck reiht sich zunächst in die lange Reihe leerer Versprechungen ein. Hör nicht auf die Hater, Elon. Ich liebe meine... Oh, Tubot Geist für die Welt brennen sehen. Es geht hier Schlag auf Schlag die ganze Zeit. Es ist so unfassbar. Tessie-Aktien. 2021 wird die Produktion auf 2022 verschoben. Obwohl Musk at this point mehr als jedes andere Lebewesen auf diesem und allen anderen Planeten über Manufacturing weiß. Dann folgt eine Verschiebung auf 2023. Aber zumindest versichert Elon seinen wartenden Kunden, dass die Technology awesome sei. We're gonna have an incredible Cybertruck product for you next year. It's gonna blow your mind. Doch 2023 bleibt der große Launch zunächst wieder aus. Dafür fährt der erste Prototyp für die Massenproduktion vom Band der Gigafactory in Texas. Diversen Fotoanalysten fällt schon damals auf, dass Vorder- und Hintertür scheinbar nicht alignen. Aber hey. Go yourself. Is that clear? Herbst 2023. Immer noch weit und breit kein Cybertruck auf den Straßen der USA. Zu diesem Zeitpunkt... Sag mal, Schnarke? Okay, sie fliegt wieder. Hier fliegt die ganze Zeit so eine Schnarke die ganze Zeit vom Bildschirm rum. Warte mal. Punkt gab es 1,9 Millionen Pre-Orders für den Wagen.
Elon hat es mal wieder geschafft. Der Hype war real. Statt des Cybertrucks hat Musk aber noch ein weiteres für seine Kunden. Der Truck sollte ursprünglich $39.900 kosten. Oh. Jetzt wird klar, der günstigste Cybertruck wird $60.990 kosten. Nur um knapp 50% verschätzt. Kann ja mal passieren. Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Am 30. November 2023 ist es dann endlich soweit. Welcome to the Cybertruck Delivery Event. Die ersten Cybertrucks werden an wohlhabende Pickup-Liebhaber mit Namen wie Cletus, Hunter, Earl und Jim Bob geliefert. Nice. Der Moment, auf den so viele Kunden so sehnlich gewartet haben, ist gekommen. Nur 3 Jahre Verspätung müsste ein neuer Rekord für Musk sein. I do have an issue with punctuality, I should admit. Bei dem stolzen Preis für den Cybertruck ist es Cletus natürlich wichtig, dass sein Baby auch gut versichert ist. Es kann ja schließlich immer mal was passieren. Bitte nicht wieder Aber Clark. Welche Kfz-Versicherung braucht Clark. Er für sein Schmuckstück? Bitte nicht Clark. Nein, nicht wieder Clark. Gegen Ende eines langen nein, nicht wieder Clark-Werbung, nein. Der Cybertruck wird umgehend zum Celebrity in den USA. Popkulturelle Ikonen wie Kim Kardashian, Jay-Z und Justin Bieber lassen sich mit dem Gefährt ablichten. Jeder, der den Cybertruck spottet, zückt schneller als der Anzeigenhauptmeister sein Smartphone und schießt ein Foto. So, what do you guys think of the Cybertruck? I think it looks sick in person. Very clever, very practical and, as you can see, very cool. Der Cybertruck polarisiert und ist ein absoluter Hingucker. The most dangerous thing about the Cybertruck is the way it makes other people around you on the road behave. Oh. This is the ugliest vehicle that's ever been on the road, period. Look at this terrible looking thing. It looks like something out of a Roblox game. It's definitely weird looking. It's like finally a car I can draw. Bruh. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Wir sind absolute Autonoobs, auf keinen Fall Experten und durften uns unsere Finger auch noch nicht persönlich von der Motorhaube des Cybertrucks brechen lassen. Natürlich gibt's auch positive Aspekte am Cybertruck. Lenkung gut, Batterie gut, etc. Weil wir jämmerliche Bluepill-Normie-Hater sind, ist dieses Video aber vor allem eine Zusammenfassung der vielen Mängel, von denen etliche Kunden in den ersten paar Monaten seit Launch berichten. Die sind nämlich unfassbar funny. Was steckt also hinter der edgy Cyberpunk-Edelstahl-Karosserie, die laut Musk absolut rostfrei ist? Cybertruck-Owners are upset and filing complaints because their stainless steel cars have orange rust marks. On this hood, once I get a little bit closer, you can see this is all little orange specks and it is everywhere, not just on the hood of this truck. But you also just have like no hubcaps and no nut covers and... Okay, würde gerne wissen, wie alt das Ding ist. A little bit worrying, aber, but that's the way it is right now. Allgemein ist das Auto, das für jeden Planeten gebaut wurde, gar nicht so pflegeleicht. Wir haben uns mal die Bedienungsanleitung angeschaut. Um Schäden an der Karosserie zu... Stimmt, kann gar nicht so alt sein. Die sind noch nicht so lange auf dem Markt eigentlich, ne? Genau, der wurde 2023 released. Uff. Verhindern sollen ölige und fettige Substanzen, aber auch Insekten, Baumharze, Streusalze, Teerpartikel und vieles mehr sofort entfernt werden. Der Cybertruck soll also eigentlich nach jeder Fahrt erstmal gründlich gewaschen werden. Ja, guck, wie die Suppe da reinläuft. Du machst! Hey, Hugo, Hugo, hier wird voll viel Blut rein. Außer natürlich, du kaufst noch einen Clear Protective Coat für 5K oder wenn du eine andere Farbe dafür haben willst, 6,5K. Mehr Badass und Apokalypsen-Readiness geht nicht. Aber hey, dafür ist die Karosserie bis zu einer bestimmten Stärke kugelsicher. Der ultimative Redneck-Test wurde knapp bestanden, der Hochwassertest auch. Das könnte mal wichtig werden. Das scheint mir gar nicht mal so unwichtig zu sein. Bald könnte man bald brauchen. Oh my goodness. Vielleicht bald das wichtigste Auto der Erde. Wurst. Aber wie sieht das Geodreieck von innen aus? The Cybertruck is in every possible way a Tesla on the inside. It's very, very minimal. Die Karre bietet ordentlich Platz für bis zu 5 Personen oder 4 Personen und ihre Gans.
Was? Auf der großzügigen Ladefläche kann Billy Joe auch den Braunbären, den er gerade in einem Bärnackelfight erledigt hat, zu seiner Farm transportieren. You eat one of those things, you eat it, it's like... You get charged up. Oder wie Tesla auf der Website schreibt, kann der Truck quasi einen afrikanischen Elefanten transportieren. It's entirely possible. Leider funktioniert der Cybertruck, aber teilweise nicht so gut im Gelände. Oh, where's your traction, Tommy? Oh, it's coming. Oh. It's coming. Oh. Oh, look at the back of this refrigerator. You got a lot of overhang. Dude, you're lifting a tire. Schon im Januar beschweren sich etliche Kunden darüber, dass im Offroad-Modus einige Kernfunktionen fehlen. Der Bordcomputer zeigt dann einfach Coming Soon an. Nice. Teilweise wurden Besitzern bei ihren wenige Tage alten Cybertrucks auch einfach mal etliche Critical Errors und Failures angezeigt. Der Fahrer dürfe die Parkposition... Ich kann verstehen, wenn Software beim Ausliefern noch nicht komplett ist, aber beim Auto... Ich wiederhole mich da gerne, wir hatten neulich mal irgendwas geguckt wegen irgendeinem Auto, ich weiß nicht mehr. Genau, wegen diesem E-Auto, was da, ne? Bla. Ich muss mich doch auf mein Auto verlassen können. So, das ist das Wichtigste überhaupt, Verlässlichkeit beim Auto. Genau, wir haben das bei Fisker gesehen, genau. Und dann war das gleiche Problem mit den Errors, genau. Und Verlässlichkeit beim Auto ist ungefähr das Wichtigste, dass man sich auf die Karre verlassen kann, dass sie funktioniert. Weil, wenn das nicht so ist, ja, lebensgefährlich, das ist nicht gut. ...nicht verlassen, da das Fahrzeug möglicherweise plötzlich die Stromversorgung, die Lenkung und den Antrieb verlieren könne und möglicherweise nicht in der Lage sei, die Feststellbremse anzuziehen. Kurz... Go f*** yourself. Ja, allgemein ist der Bordcomputer für viele, gerade am Anfang, teilweise eine ziemliche Shitshow. Es gibt nur wenige Knöpfe im gesamten Auto. So gut wie alles wird über den Touchscreen geregelt. Es gibt auch keine Türklinken. Die Edelstahltüren, die by the way auch nach dem Launch teils nicht mit den Hintertüren alignen, hinterlassen entsprechend schmierige Fingerabdrücke für die Ewigkeit. Disgusting! Um die Klimaanlage zu bedienen, braucht es nur gefühlt 20 Klicks auf dem Touchscreen. I just wish there was climate control buttons like I always do in a car. You have to go into the menus here and then sort of move this stuff around. This is all very Tesla, right? Deutlich praktischer als so eklige Normie Real-Life-Knöpfe, besonders beim Fahren. Im Bildschirm befindet sich auch der sogenannte Rückspiegel, der beim Cybertruck einfach nur eine nach hinten gerichtete Kamera ist, die zum Glück immer funktioniert. Das wird aber, glaube ich, irgendwann normal werden. Ich glaube, es wird irgendwann keine normalen Rückspiegel mehr geben, vermute ich mal, sondern irgendwann einfach nur noch Displays, die nach hinten filmen. Bin ich fast sicher. Auch wenn du den Wagen vollgeladen hast mit irgendwas. Ich kann mir vorstellen, es ist praktisch, wenn es keine Mängel gibt. I'm going back and forth trying to close it. It won't close. It won't close. It won't close. Oh, it closed. Excellent. Let me go sit down and watch it. It pops open. Bei LKW ist schon Standard. Geil. While it was open. And I see why you need that rear view mirror. Because okay, das ist nicht so cool. The tailgate's down. The camera's showing you the street. The rear view mirror doesn't work whatsoever when the tonneau cover is closed. You can't see anything out of the rear of the vehicle. At this point, I think I know more about manufacturing than anyone currently alive on Earth. Der Truck ist für seine Größe richtig schnell. Nur 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Um das zu demonstrieren, lässt Musk einen Cybertruck gegen einen Porsche 911 antreten. Der Cybertruck gewinnt natürlich und am Ende des Werbeclips wird revealed, dass der Truck die ganze Zeit einen Porsche auf einem Anhänger hinter sich hergezogen hat. Es wird eingeblendet, dass die Geschwindigkeit für eine Viertelmeile bei unter 11 Sekunden liegt. Dadurch wirkt es so, als hätte der Cybertruck den Porsche auf einer Viertelmeile abgezogen. Der Kanal Engineering Explained hat das in zwei viel zu aufwendigen Videos debunked und bewiesen, dass der Truck nur auf einer deutlich kürzeren Strecke gewinnen würde. 0 to 60 in 4.3 seconds. That's with an average acceleration of 0.64 Gs. So if the Cybertruck's gonna win this race, it's gonna have to do it at the start. We find that about 66% of the vehicle's weight, including 10% power of the truck, this is super simple. So very clearly, no, Tesla does not win this drag race. Lügenbaron Elon hat mal wieder einen rausgehauen. Der Truck ist aber natürlich trotzdem beeindruckend schnell und der Spot ist nice gemacht. Die krasse Beschleunigung ist einigen der ersten Cybertruck-Besitzern aber bereits zum Verhängnis geworden. So a couple days ago I'm driving and this goes here. As I'm driving this...
Die Abdeckung vom Gaspedal hat sich also eingeklemmt und der Truck hat sich dadurch selbst auf Vollgas beschleunigt. Zum Glück konnte der Fahrer bremsen und das Auto sicher parken. Das Problem betraf nicht nur seinen Tesla, sondern war ein Produktionsfehler. Scheinbar wurde Seife als Schmiermittel benutzt, um die Abdeckung auf dem Gaspedal anzubringen. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Tesla muss daraufhin alle knapp 4000 Trucks, die bis April geliefert wurden, nachbessern. An anderer Stelle kann der Cybertruck für seine Besitzer ziemlich gefährlich werden. Do not get your fingers stuck around the Cybertruck hood. When the front closes on things, right now it's not very safe. Ouchie. Oh, der Kofferraum ist zu. Einen Influencer haben diese Videos nicht abgeschreckt. Er hat einen Selbsttest gemacht. Das kenne ich. Okay, I can't even move my finger right now. Das Video kenne ich. I might have actually broken it. Das habe ich gesehen. More about manufacturing than anyone currently alive on Earth. Aber dafür ist im Cybertruck einer der größten in Serie produzierten Scheibenwischer der Welt verbaut. Just crazy. The thing is like a giant. Selbst schuld? Ja, schon, aber trotzdem, es ging ja darum, dass du manchmal vielleicht einen Finger dazwischen haben kannst. Und er hat einfach getestet, ob das wirklich so ist, wie die Leute mit dem Obst oder mit dem Gemüse das zeigen. Ja, jetzt einfach, es kann aber passieren, dass du einen Finger dazwischen hast. Wet noodle. I mean, it's absolutely insane. Ja, oder wenn du Kinder hast, ja. More about manufacturing. Die nasse Nudel ist am Start. Auf viele weitere Features warten Kunden aktuell noch. Es fehlt der versprochene Akku, mit dem sich die Reichweite je nach Modell um etwa 210 Kilometer erweitern lässt. Das war gerade eine gute Anmerkung. Ich sehe viele Parallelen zum U-Boot-Video. Ja, das ist eine ziemlich gute Aussage. Du hast völlig recht. Da sind wirklich Parallelen dabei. Es fehlt der extra Scheinwerfer über der Windschutzscheibe, die richtigen Felgen und das Autopilot-Feature. You paid for autopilot, you don't get it. You paid for that battery, doesn't exist yet. You paid for the light on top, it's not there. Manufacturing. Dafür kann man sich aber etliche absolut nutzlose Add-ons kaufen, die gar nichts bringen, aber dafür teuer sind und dich auf Tag X vorbereiten. You know, you never know. I mean, sometimes you get these like late civilization vibes. You know, you never know when the apocalypse could come along at any moment. Die Zombie-Apokalypse bricht aus. Der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Die Weselys hatten die ganze Zeit recht. Dein Name ist Mackenzie, du bist Anwalt im Ruhestand und Ice Road Truckers ist deine Lieblingsserie. Als stolzer Cybertruck-Besitzer mit ordentlich Munition auf der Ladefläche machst du dir keine Sorgen. Dein Cybertruck hat nämlich einen Bioweapon-Schutzmodus. Der im Auto integrierte HEPA-Filter schützt vor 99,9% Partikeln in der Luft. Der Filter gibt dir, genauso wie dein 90€ Cybertruck-Sweater, ein warmes, gutes Gefühl, während du mit 230 km/h durch die Zombie-Massen rast. Du machst deiner Familie einen Film im Autokino an. Ihr kommt langsamer voran als erwartet. Das ist bestimmt ein Feature, das Leute, die extrem gegen Masken waren bei Corona, wirklich feiern. Und das unironisch gut finden. Das würde mich wirklich nicht wundern. So, ja, geil, ja, das ist nötig, falls irgendwie, keine Ahnung, New World Order kommt oder irgendwas. Also ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Gott sei Dank hast du $3000 in das Cybertent investiert. Was? Du schnappst dir deinen 290€ Cybertruck-Rucksack und holst die 160€ Cybersoft-Decke heraus, um in den Romance-Modus zu gehen. Du legst deine Kinder schlafen, nachdem du die Rasselbande mit deiner 60€ Cyber-Whistle zusammengescheucht Was? Hast. Sie sind müde vom Spielen mit dem 200€ Miniatur-Cybertruck und von den wilden Donuts, die sie mit ihrem 1700€ Cyberquad auf dem Parkplatz gedreht haben. Du öffnest dir mit deinem 50€ Cybertruck-Flaschenöffner dein 150€ Cyberbier. Was? Schmeckt noch wässriger als damals in der Zivilisation. Oh. Wenn ihr euch nach all dem fragt, wann kann ich endlich mit dem Cybertruck über die gute deutsche Autobahn fetzen? Yeah. Es sieht aktuell eher schlecht mit der Zulassung aus. Denn TÜV sagt nein. Experten halten es für unwahrscheinlich, dass der Cybertruck in seiner jetzigen Form bei uns auf die Straßen darf. Er könnte nicht nur für die Fahrer, sondern wegen seiner Keilform auch für Fußgänger eine Gefahr sein. So geht Merch. Wenn ich im Grongshop eine Pfeife für 60€ hätte, was meinst du, was los wäre? Eine Pfeife für 60€. Eine Trillerpfeife. Holy shit.
Next up are the... Würde ich nicht mal machen, um Gottes Willen, im Traum nicht. Würde ich kaufen? Nein, würde ich dir nicht kaufen. Hör auf. Mach das nicht. So eine Lurchpfeife, wo man von hinten durchs Poloch blasen muss und vorne ist so eine kleine Zunge, die trillert dann. So. Okay, ganz ehrlich, das wäre eine coole Pfeife. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Pfeife, weiß ich nicht. Gibt es sowas? Kann man sowas machen? Phil! A-pillars. They have the worst visibility on the left and right of the vehicle of any car I have ever driven. You pretty much can't see anything right there. So if there's a bike or a motorcycle, it's pretty dangerous, honestly. Wenn es in den USA immer noch 1,9 Millionen Vorbestellungen geben sollte, würde es wahrscheinlich sowieso erstmal ein paar Jahre dauern, bis irgendwas für den Rest der Welt produziert werden könnte. Seit Dezember wurden gerade mal ein paar tausend Cybertrucks produziert. Musk will die Produktion langfristig auf 200.000 Trucks pro Jahr hochschrauben. At this point, I think I know more about anyone currently alive on Earth than... Das erinnert mich ein bisschen an Trabanten damals, damals noch DDR. Oder da muss man auch Jahre warten, bis der Wagen kam. Manufacturing. Dass es zu Produktions- und Softwarefehlern kommen kann, ist in der Autoindustrie natürlich zu einem gewissen Grad normal. 13 Jahre, 18 Jahre. Tesla hat viele der Mängel durch physische Fixes und Software-Updates natürlich umgehend behoben. Aber aufgrund wirkt der Launch des Cybertrucks dennoch wie ein absoluter Joke. It's very rare that a product comes along people said was impossible, that experts said was impossible. It's a really interesting new way of looking at what a car is. You know, there's a lot of stuff in that thing for a 9-year-old. And all men have a mental age of 9. Es ist ein unnötiges Spielzeug für Menschen, die gerne extrem große, extrem auffällige Autos fahren und so tun, als wäre ihnen Funktionalität wichtig. Man will so wirken, als würde man regelmäßig im Selbstversorger-Style Bäume fällen und wild campen, parkt in der Garage des großen Einfamilienhauses in der bewachten Wohnsiedlung und hängt danach zu lange in den falschen Subreddits ab. Das war's mit dem Video. Schaut nach links und rechts und achtet auf heranrasende, unkontrollierte Cybertrucks, wenn ihr über die Straße geht. Checkt unbedingt Clark ab. Let's get this party started. Feiert gut und finally, the future will look like the future. Case closed. Nice. Ich finde eigentlich, wenn das die Zukunft ist, sieht sie aus wie eine Vergangenheit. Weil ich finde immer noch, das Ding sieht aus wie ein polygonarmes Fahrzeug auf der PlayStation 1. Das sieht immer noch aus wie ein Polygonfahrzeug. Also das sieht, ich weiß nicht. Ich sehe die Zukunft eher mit eher kurvig, ja, mit Kurven. Schön mit Kurven, Eleganz, sowas halt. Da sehe ich die Zukunft. Nicht eckig und blockig und bah. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Kann ja was anderes mögen, aber was man zugeben muss, dass das Fahrzeug auf jeden Fall sehr offensichtliche, sehr, sehr viele Probleme hat. Sehr, sehr viele Probleme. Und egal, wie sehr du Cybertruck-Fan bist oder sonst irgendwas oder Elon oder keine Ahnung, zugegebenermaßen hat das Ding einfach sehr viele Fehler. Und offenbar wurden einige Sachen stark vernachlässigt beim Fahrzeugdesign. Oder nicht durchdacht oder nicht bedacht oder die Erfahrung fehlte oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Das Ding hat Probleme. Da müssen Nachfolgeversionen kommen. Aber dazu müssten die erstmal ihre Autos ausliefern. Also die jetzigen, die bestellten. Und das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Naja. Cybertruck-Saga. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich schicke euch Link raus, lasst ein Like da. Tourbot Geist lohnt sich immer. Ciao. We'll be right back.